Mitten in Gelsenkirchen wohnt Familie Börner. Auf den ersten Blick hält sie jede für normal. Sie sind sportlich aktiv und freundlich zu den Nachbarn. Doch obwohl sie viel für ihr knappes Einkommen arbeiten, leisten sie sich ein enorm teures Hobby. Dafür arbeitet Papa Sven freitags länger. Und Mama Ina übernimmt nervenzehrende Nachtschichten. Denn wenn ihre einfach verglaste Haustür hinter ihnen ins Schloss fällt, drehen alle auf und verwandeln sich in die 10 Millionen Watt-Burner und verschwenden enorm Energie. Niemand weiß davon. Die Burners selbst eigentlich auch nicht. Und das geht so. Papa geht duschen und verbraucht in 5 Minuten 75 Liter heißes Wasser. Alle 4 Burner verbrauchen über 120.000 Liter teuer erhitztes Wasser im Jahr. Ein klimagenialer Sparduschkopf für nur 20 Euro würde 70.000 Liter Wasser und 300 Euro im Jahr sparen. Die Kinder stopfen ihre Trikots bei teuren 60 Grad in die neue Waschmaschine. 30 Grad mit modernem Waschmittel bringen dasselbe Ergebnis. Die Burners verwaschen weitere 700 Kilowattstunden für 180 Euro. Till nimmt sich Saft aus dem genauso alten Kühlschrank. Auch der verbraucht täglich 600 Watt mehr als ein modernes Gerät. 135 Euro. Im Haus stehen fast 20 Geräte auf Standby. Macht 120 Euro. 4 Milliarden geben wir Deutsche jährlich dafür aus. Von Gelsenkirchen aus eine Kette aus Eurostücken zweimal um die ganze Erde. Mutter holt Tiefkühlpizza aus dem recht neuen Gefrierschrank. Er ist mit minus 23 Grad aber viel zu kalt und nach 1,5 Jahren ohne Abtauen innen dick vereist. Was hier wächst, lässt anderswo Schollen schmelzen. 85 Euro. Die Heizungsrohre darüber sind nicht isoliert. Die Pizza könnte man schon im kalten Keller auf 60 Grad vorerhitzen. Da müssten nur einfache Schaumstoffisolationen draufgesteckt werden und weitere 120 Euro blieben auf dem Konto statt im Keller. Obendrein nimmt Papa an, wärmer sei gesünder. Mediziner dagegen empfehlen nur 18 Grad im Schlaf und maximal 22 Grad im Wohnzimmer. Jedes Grad zu viel benötigt gut 220 Euro. Die Burners verheizen weitere 440 Euro. Mama gibt Papa im Vorbeilaufen ein Küsschen, bringt beiden ordentlich Energie und kostet nichts. Mama deckt im Esszimmer. Die Halogenlampen über ihr erreichen an ihrer Oberfläche bis 600 Grad. Hier hätte sie die Pizza schneller kross bekommen als im Ofen. Für jede Fassung gibt es Energiesparvarianten. Die sparen 180 Euro. Das Essen war lecker. Alle schauen gemeinsam Champions League. Die Siegesstimmung kocht bis 23 Uhr, die Heizung auch, statt wie klimageniale Heizungen nachts runterzufahren. Die Burners verschlafen 120 Euro. Thermostate kann jeder ab 25 Euro nachrüsten. Auch das wissen die Burners nicht. Übers Jahr verschenkt die junge Familie fast 1.000 Euro an Strom, mindestens 1.000 Euro an Heizwärme. Und produziert zusätzlich 4.500 Kilo des ungesunden Treibhausgases CO2, das unser Klima immer weiter aufheizt und die Luftqualität verschlechtert. Die Burners haben verstanden. Sie werden klimagenial und ersparen sich all die Verschwendungen. Statt durch Überstunden sich und andere zu erschöpfen, machen sie von dem Geld einen schönen Urlaub. Seien Sie doch auch einfach klimagenial und burnen Sie nur da, wo es klimafreundlich Spaß macht. Alles Wissenswerte dazu und ebenso zu Spriteinsparung, Gebäudemodernisierung etc. finden Sie unter einfach, immer, überall. klimagenial.de